So Freunde, euer Simon hier, es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Ich stehe in der kleinen Bodypeak-Küche und es gibt gleich ein fantastisches Rezept. Ein Rezept aus der Kategorie, ich habe jetzt so eine kleine Playlist erstellt mit meinen Jungs, wirklich diese günstige Rezepte, die Top-Nährwerte haben, die unglaublich schnell zubereitet sind, die jeder nachmachen kann. Da haben wir jetzt eine kleine Playlist zusammengestellt für alle, weil ihr die so feiert. Das gehört eben dazu. Aber bevor ich starte, würde ich mich gerne einfach herzlichst bei euch bedanken für das ganze Feedback, für die ganzen Bestellungen. Das Lager ist jetzt wieder gefüllt, ihr könnt alle fleißig bestellen weiterhin und vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, für die ganzen Nachrichten. Es ist Wahnsinn, was da von euch kommt alles. Ich versuche wirklich alles zu lesen und wollte mich einfach herzlichst bei euch bedanken. Und die Handtuch- und Shaker-Aktion für jede größere Bestellung habe ich jetzt noch mal ein bisschen verlängert für diese Woche, aber nur noch diese Woche. Also da noch mal zuschlagen, wenn ihr Lust habt. So, das war diese Worte. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, mal zum Rezept. Ihr mögt diese kleinen, schnellen Rezepte. Ihr seid oftmals, ich sag jetzt einfach ihr, die Zuseher sind oftmals wirklich Leute, die vorher vielleicht nicht gekocht haben, die einfach denken, ja, so ein Döner ist ja günstiger, ich kriege ja nichts Günstigeres, wenn ich selber koche, oder die einfach keine Lust haben, aufwendig zu kochen. Für diese Leute sind diese Rezepte Gold wert. Und in diesem heutigen Rezept haben wir ein Gericht, ein vollwertiges Gericht. Und ich blende euch erstmal die Nährwerte ein. Wir haben in der ganzen Portion, ist eine schöne große Portion, haben wir ca. 600 Kalorien. Wir haben, muss ich ganz kurz gucken, wir haben ca. 16 Gramm Fett, wir haben nur 16 Gramm Fett. Wir haben in etwa 46 Gramm Kohlenhydrate, gute, schöne, viele Ballaststoffe, gute, komplexe Kohlenhydrate. Und wir haben, haltet euch fest, ca. 66 Gramm Eiweiß pro Portion. Also es sind fantastische Nährwerte für eine schöne Portion. Ihr könnt natürlich auch die doppelte Portion haben, dann habt ihr wirklich ein Riesengericht. Es schmeckt fantastisch und die ganze Portion, das ganze Gericht kostet nur 1,60 Euro und ist innerhalb von ca. 15, 16, 17 Minuten komplett fertig. Von Anfang bis Ende kann jeder, ihr braucht nur eine Pfanne und ein Messer und das war's, meine Freunde. Und es ist wirklich herrlich. Und wenn ich euch gleich die Zutaten nenne, werden erstmal sagen, oh, esse ich nicht. Bitte, ich bitte euch, probiert es aus. Und zwar ist die erste Zutat, die ihr braucht, Hühnerherzen. Ihr wisst schon, damals bei den günstigen Proteinquellen habe ich Hühnerherzen, hier fliegt eine riesen Fliege rum, habe ich, ich glaube, die mag das auch. Nee. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn hier so summt. So, Freunde, die Fliege, ich konnte mich nicht konzentrieren, die war so groß, die hat hier so gebrummt und gesummt. Wir haben sie verscheucht. Da war eine Fliege. Wir haben sie tatsächlich nicht getötet, wir haben sie nur verscheucht, vielleicht kommt sie gleich wieder. Entschuldigung, also wir Hühnerherzen. Ich habe es bereits vorgestellt in meinen günstigen Proteinquellen. Hühnerherzen sind top. Schmecken fantastisch. Ich bin Pole und ganz viele andere Kulturen, auch die Russen, die wir hier haben und so weiter, für die ist das völlig normal, Hühnerherzen zu essen. Auch als Polen, wir essen Pansen, wir essen Innereien, weil es gesund ist, weil es lecker ist, weil es wirklich gut zubereitet ist. Und in der deutschen Kultur ist das, wir wurden tatsächlich gerade gefragt, ach, ist das für Ihren Hund, als wir es gekauft haben? Nein, es ist nicht für einen Hund. Es ist ein tolles, fantastisches Essen für uns, weil es, wie gesagt, lecker ist, super reich an Eiweiß, super reich an Mineralstoffen, an Vitaminen, wenig Fett, keine Kohlenhydrate, super viel Eiweiß. Und bitte Hühnerherzen einfach mal ausprobieren. Bitte einfach mal ausprobieren. Hühnerherzen, 500 Gramm, kosten 1,50 beim Türken, frisch von der Theke. Hühnerherzen 500 Gramm, erste Zutat. Zweite Zutat, zwei richtig schöne große Zwiebeln. Die habe ich jetzt berechnet mit circa pro Zwiebel circa 15 Cent. Zwei große Zwiebeln, kommt dazu 30 Cent. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ca. 100 Gramm Reis. Auch da, wenn ihr den günstigsten nehmt, seid ihr bei Reis tatsächlich bei 10 Cent auf 100 Gramm. Ihr könnt selbstverständlich teuren nehmen, aber ich will einfach mal zeigen, wie günstig es tatsächlich geht. Das heißt, 100 Gramm Reis brauchen wir auch noch. Wir brauchen ein bisschen Brühe. Auch da solltet ihr am besten natürlich immer eine etwas bessere Brühe da haben. Brühe ist jetzt nicht super, aber bei der kleinen Menge überhaupt nicht schlimm. Achtet vielleicht darauf, dass sie keine gehärteten Fette und keine Geschmacksverstärker hat. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Brühe nehmen. Wir brauchen noch ein bisschen Kokosfett zum Anbraten, habe ich das Ganze mit 10 Cent berechnet. Wir brauchen Champignons, da sind wir bei so einer ganzen 400 Gramm Schale, die brauchen wir auch bei ca. 1,20 Euro und damit haben wir, glaube ich, alles. Habe ich jetzt alles? Ja, damit sind wir eben bei 3,20 Euro, glaube ich, und eben pro Portion 1,60 Euro. Und das ist alles, was wir brauchen. Und wie gesagt, ist super, super schnell zubereitet. Ich erzähle euch kurz die Zubereitung. Schöne große Pfanne nehmen und erstmal die Zwiebeln. Richtig schön, ruhig grob, die müssen gar nicht so fein sein. Richtig schön grob hacken. Zwei große Zwiebeln, ein bisschen Kokosfett vorher dazu.
Zwiebeln ab in die Pfanne und schön anbraten, anschwitzen, und ich brate die aber auch so ein bisschen an, 2-3 Minuten, richtig, richtig schön, dass sie schon mal so ein bisschen Farbe bekommen, dass sie glasig werden, bisschen Salz, und ich nehme als kleinen Trick, müsst ihr nicht machen, ein bisschen Erythrit, ihr könnt auch ein bisschen Zucker nehmen, aber ich karamellisiere die so ein bisschen, dass die so ein bisschen Süße bekommen. Ich finde, Zwiebeln müssen so ein bisschen, also wie gesagt, ein kleiner Trick, ein bisschen Zuckerlight, also ein bisschen Erythrit oder eben ein bisschen Zucker, wenn ihr da auf die Kalorien nicht achtet, ein bisschen dazu, ein bisschen anschwitzen, ein bisschen karamellisieren und dann erstmal wirklich von der Pfanne runternehmen. Wir brauchen den Platz in der Pfanne. Glaubt mir, es funktioniert sonst nicht, ich habe alles ausprobiert. Also Zwiebeln erstmal runter, wenn die angeschwitzt sind, dann haben wir da noch das Fett drin, den ein bisschen den Sud von den Zwiebeln, dann kommen die Hühnerherzen rein. Wascht die vorher am besten wirklich gut ab. Aber auch wenn ihr müsst keine Angst haben vor Hühnerherzen, ob man insgesamt Fleisch essen soll oder nicht. Das ist eine andere Frage, aber Hühnerherzen sind nicht schlechter oder nicht irgendwie komischer als eine Hühnchenbrust. Also für uns ist das immer, also für uns, sag ich mal, für uns Polen ist das schwer zu verstehen, dass sich Leute vor Hühnerherzen vielleicht ekeln oder so. Probiert das einfach mal aus und denkt mal darüber nach. Es ist überhaupt nichts Schlimmes, Hühnerherzen zu essen. Wie gesagt, ob man Fleisch essen soll, ist eine andere Frage. Können wir auch nochmal diskutieren. Ihr kennt da auch meine Meinung zu. Wie gesagt, Hühnerherzen gut abwaschen und dann das Ganze gut abtrocknen und dann richtig schön in die Pfanne und scharf anbraten. Ganz, ganz scharf anbraten. 3-4 Minuten, dass die richtig schön braun werden von der ganzen Seite. Richtig, richtig schön anbraten. In der Zeit die Champignons richtig schön klein hacken, die müssen weder klein noch einfach zack, ich wasche die auch nicht, ich säuber die auch nicht groß oder so, also ich putze die so ein bisschen ab, ich ziehe die weder von der Schale ab, ich schneide unten ein bisschen von diesem Strunk ab und dann schneide ich die einfach, hacke ich die und dann kommt alles mit in die Pfanne und dann kommt erstmal kurz der Deckel drauf, ein bisschen Salz könnt ihr schon dazugeben, ein bisschen Deckel drauf, bis die so ein bisschen das Volumen verlieren, auch 2-3 Minuten, dann sacken die so ein bisschen ein, machen eben ein bisschen Platz in der Pfanne, damit wir eben nur mit einer Pfanne auskommen, das Ganze schmort schon mal ein bisschen. Es entsteht ein herrlicher Sud schon mal. Also ihr werdet sehen, dass da dieser Sud aus Champignons, aus dem Fleisch, so ein bisschen schön da schon mal drin ist. Ganz, ganz fantastisch. Dann kommen eben die Zwiebeln mit dazu. Dann haben wir noch mehr Sud. Dann haben wir schon richtig, richtig tolle Flüssigkeit. Jetzt machen wir uns in der Mitte, Temperatur ein bisschen runterdrehen, auf circa die Hälfte. In der Mitte machen wir uns jetzt so ein schönes Loch. Und in das Loch packen wir jetzt 100 Gramm Reis und in etwa, nicht ganz die doppelte Menge an Wasser. Das heißt, wenn ihr eine Tasse Reis habt, ungefähr bei 100 Gramm, ungefähr 2 Tassen Wasser, nicht ganz. Etwas weniger, weil wir natürlich noch ein bisschen Flüssigkeit in dem Ganzen haben. Und wir nehmen circa 2 Teelöffel von der Brühe. Ich habe ein bisschen viel genommen, ein bisschen weniger, 2 Teelöffel Brühe, ein bisschen Salz noch. Noch nicht umrühren, lasst das in der Flüssigkeit noch ein bisschen in der Mitte, Deckel drauf und das Ganze lassen wir jetzt in etwa 10 Minuten richtig schön köcheln, richtig schön garen, dass sich das richtig schön verbindet, dass der Reis schon mal ein bisschen die Flüssigkeit aufsaugt und dann nochmal Deckel runter. Und dann wird das Ganze richtig schön umgerührt und dann habt ihr auch nochmal so 5, 6, 7 Minuten, bis so die Flüssigkeit richtig sämig geworden ist, bis wir keine Flüssigkeit mehr im Topf haben, bis das richtig schön so eine sämige, richtig, richtig schöne, wie so eine Soße wird. Wir brauchen keine Sahne, wir brauchen keine Butter, keine Mehlschwitze, gar nichts. Wir kriegen es hin, eine tolle, tolle, sämige Soße zu machen, eben mit Reis, mit Fleisch, mit dem Sud, mit den tollen Aromen. Ihr könnt es selbstverständlich jetzt noch ein bisschen mit Kreuzkümmel würzen, ihr könnt es mit anderen Gewürzen würzen, aber braucht ihr nicht, weil es schmeckt ganz fantastisch. Die Hühnerherzen haben einen ganz, ganz tollen Eigengeschmack mit den Zwiebeln, mit den Champignons, schmeckt großartig. Das Ganze ist eben dann schon fertig. Das heißt, das ganze Rezept, wie gesagt, dauert 15, 16, 17 Minuten. Das Ganze auf 2 Portionen aufteilen, weil es ist wirklich mächtig, es ist wirklich viel. Wer das Ganze schafft, ich schaffe das nicht. Deswegen auch 2 Portionen und ihr habt ein tolles Essen mit fantastischen Nährwerten. Jeder kann es zubereiten, super, super schnell gemacht und 1,60 und wie gesagt, ich zeige euch nochmal die Nährwerte. Das ist, so muss Essen sein von den Nährwerten. Viel Eiweiß, moderat Kohlenhydrate, moderat Fett. Das ist für uns Sportler perfekt. Wie gesagt, viele Vitamine, viele Mineralstoffe und das Ganze auch noch ultra günstig. Wie gesagt, 1,60. Davon kriegt ihr noch nicht mal einen halben Döner und der ist bei weitem nicht so nahrhaft und nicht so lecker wie dieses ganze Gericht. Traut euch bitte an Hühnerherzen. Schreibt mir ruhig darunter danach, wie ihr es findet. Ich weiß, dass es vielleicht für einige am Anfang eine leichte Überwindung ist, in Reihen zu essen. Aber glaubt mir, denkt einfach darüber nach. Es ist nichts dabei und probiert es aus. Schmecken wird es euch garantiert. Deswegen nachkochen, meine Freunde, Channel abonnieren. Ansonsten freue ich mich über eure Kommentare, freue ich mich über die ganzen Nachrichten, freue mich über eure Bestellungen. Wie gesagt, denkt an die Aktion, dass die Fliege wieder. Und in dem Sinne, meine Freunde, abonniert den Channel, bleibt dabei.
schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und die besten Supplements gibt es bei Body Happy Nutrition, die besten Klamotten, BIP Wear. Bis dahin, euer Simon.